Leute und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Heute machen wir was ganz Besonderes und zwar könnt ihr schon sehen, stehen wir vor einem Löstau-Laden. Yes, aber diesmal vor einem anderen. Hier waren wir noch nie. Genau, wir sind nämlich heute in München, weil wir hier gerade eh unterwegs waren und dann dachten wir, was machen wir am Vormittag? Wir gehen einfach mal zu Löstau und schauen uns diesen Laden auch mal an. Und heute ist sogar ein ganz besonderer Tag, denn? Ich weiß es nicht. Die neue Right Now Kollektion. Ach so, ja, genau. Die neue Right Now Kollektion ist ab sofort draußen. Dafür habe ich natürlich passend auch noch meinen Code HELLA10, denn damit bekommt ihr ab einem Mindestbestellwert von 50 Euro 10 Euro Rabatt. Also es lohnt sich auf jeden Fall, das Ganze nur online und bis nächste Woche Sonntag. Wir machen heute auch was besonders Cooles, denn ich habe euch bei Instagram gefragt und ihr dürft heute bestimmen, was ich kaufen soll. Oder eher gesagt Tom. Ich habe nämlich mal die ganzen Sachen durchgelesen und mir die lustigsten Sachen rausgesucht. Das erste ist auch direkt etwas, was mit dem Eingang zu tun hat, denn du sollst hier vom Eingang 15 Schritte in den Laden gehen, dann einmal nach rechts, da wieder 6 Schritte und dann das dritte Produkt nehmen. Also, geh mal ab dem Laden. Eingang. Ja, genau, ab hier. 15 Schritte. 1, 2, 13, 14, 15. Okay, stopp. Jetzt musst du 6 Schritte nach rechts. 1, 2, 3, 6. Und jetzt das dritte Produkt. Es sind Socken. Von Black Forest. Erstes Produkt. Super. Wir hätten mal einen Einkaufswagen mitnehmen sollen, weil das wird nicht das letzte Produkt sein. Ja, das stimmt. Können wir ja gleich noch holen. Ja. Die nächste Aufgabe ist, du sollst das kleinste Produkt, was du finden kannst, kaufen. Das kleinste Produkt? Das kleinste Produkt. Wahrscheinlich an der Kasse, da gibt es immer kleine Produkte. Das stimmt. Vielleicht eine Soulhouse-Marke? Das könnte gut sein. Wir können das ja mal mitnehmen und wenn wir auf dem Weg noch was Kleineres finden, dann kannst du es ja noch tauschen. Die brauche ich für Valentino. Ich bin nicht dick, ich bin flauschig. Voll süß. Wir schauen mal, ob wir noch etwas Kleineres finden. Ansonsten ist das, glaube ich, schon eine gute Wahl. Hella, ist das hier noch kleiner? Das ja. Sieht noch kleiner aus. Ist das auch von Soulhouse? Ja. Ja. Von Soulhouse. Kannst du jetzt eins ausruhen? Hier, guck mal, das sieht doch direkt cool aus in Pink. Das finde ich auch sehr nice. Sogar reduziert. Nur 4,99 Euro. Und okay. Außerdem hast du schon so viele von diesen Marken. Das stimmt. Antonia hat dir auch eine Aufgabe gestellt und zwar Hufschuhe für Mops. Glaube, das ist bestimmt auch mal was du wirklich brauchst. Ja, das stimmt. Hast du schon Hufschuhe? Nein, ich hatte bisher noch keine. Ich weiß aber nicht, welche Größe er braucht. Oh. So zum Kutschefahren wäre das mega praktisch. Aber wir müssen, glaube ich, mal fragen, ob jemand Valentinos Hufe ausmessen kann. Man muss sich hier erstmal zurechtfinden in dem neuen Laden. Vor allen Dingen hat er auch 2 Etagen. Wir hätten das mal kaufen sollen, als wir mit Valentino im Laden waren. Ja, stimmt. Ach hier, okay. Hufschuhe. Schau mal, das sieht schon gut aus. Die sind teuer. Ja. 200 Euro für Schuhe? Kosten nicht mal Menschenschuhe so viel. Ja, das ist halt so. Hier steht eine Größentabelle drauf. Hier kann man nachmessen. 1 Meter bis 1,5 Meter. Ach nee, Weite und Länge. Ich glaube von den Hufen 10 cm. Oder? Ja, du musst den Huf ausmessen. Millimeter sind das wahrscheinlich. 100 Millimeter? Ja, 100 Millimeter sind 1 Zentimeter. Glaubst du, dass Valentine so klein ist? 100 Millimeter sind 10 Zentimeter. Ach so, stimmt. Du schickst einfach diese Tabelle mal an Antonia und dann soll sie das raus abmessen. Ich glaube, das sind eher diese hier. Warum? Weil das Shetty sind. Ach so. Schick doch mal ein Foto davon an Antonia. Hola, ich habe dir mal ein Foto geschickt. Von dieser Größentabelle, denn ich kann damit persönlich gar nichts anfangen. Und weil es ja auch deine Idee jetzt war, hast du bestimmt die passende Größe jetzt für mich. Ja, man muss halt im Stall fahren und nachschauen, abmessen. Gut, weiter geht's. Dann lass die erstmal hier stehen. Die nächste Aufgabe, das ist was für Mathis, guck mal. Das ist voll praktisch. Dann kannst du selber die Hufe machen. Ja. Apropos Mathis, hier ist auch eine Aufgabe von für Mathis eher gesagt. Und zwar rufe Mathis an und frage ihn nach einer Farbe und in der Farbe musst du dann eine Sache kaufen. Hä? Das ist ja so witzig. Ja. Moin. Hallo, Mathis. Du musst mir mal eine Farbe nennen. Eine Farbe? Wir drehen gerade ein Video und es ist ganz wichtig, dass du mir jetzt eine Farbe nennst. Blau. Blau. Okay, danke schön. Kein Ding, immer wieder gerne. Rechnung kommt. Hallo, tschüss. Okay, blau, hier, okay. Guck mal. Du kannst einfach das nehmen für ihn. Nein, das machen wir nicht. Okay. Gute Frage. Warte, da hinten sind Bürsten. Du hast 1 Million Bürsten, Hella. Ja, aber vielleicht gibt es hier eine blaue Bürste. Was ist das für eine Riesenbürste? Die ist voll nice. Die will ich haben. Wofür die ist die nehme nice? Ich. Da machst du einmal so, zack, und das ganze Pferd genau, ist sauber. Das denkt, ja, gut, das möchte ich sehen, Hella. Ja, das möchte ich sehen. Wir switchen jetzt einmal in den Stall und probieren das aus. Um den Hardcore-Test von dieser Bürste zu machen, sind wir mal aufs Pony-Paddock gegangen, denn diese Pferdchen hier sind komplett schon im Fellwechsel. Und jetzt, wenn ich einmal drüber gehe,
Naja. Siehst du das? Ganzes Pferd sauber. Die Bürste ist auf jeden Fall dreckig, aber hier kommen so viele Haare raus. Schon eine nice Bürste. So, ich bin gespannt, ob es geklappt hat. Jetzt kommt die nächste Aufgabe. Kaufe das außergewöhnlichste Leckerli, was du finden kannst. Okay, dann gehen wir mal in die Leckerli-Abteilung. Hier sind die Leckerlis. Ich hatte, glaube ich, schon jede Sorte der Leckerlis schon zu Hause. Und was waren die außergewöhnlichsten? Nee, ich glaube nicht. Hier sind auch welche, die du noch nicht hattest. Du musst die außergewöhnlichsten nehmen. Vielleicht gibt es ja welche in einer bestimmten Form oder so. Oder ein bestimmter Geschmack, der komisch ist. Vanille-Kirsch-Sticks. Das klingt doch schon mal gut. Wildfrucht? Das klingt langweilig. Das hier klingt cool. Vanille-Kirsch-Sticks. Aber wir schauen noch mal kurz weiter. Was gibt's noch? Was ist das hier? Zauberhafte Leckerlis für Einhornmagie im Pferdestall. Wow. Regenbogenküsse. Man weiß nicht, wie die aussehen. Oder wir nehmen einfach das und das mit und dann gucken wir mal, welche. Beide. Ja, die beiden. Okay, ich glaube, wir haben hier ganz gute Leckerlis bekommen. Sehr schön. Dann schalten wir, glaube ich, auch mal rüber und gucken, wie die den Pferden schmecken. Also man sieht schon gewisses Interesse an den Leckerlis. Da bin ich total gespannt, weil ich weiß nicht, ob die Ponys schon mal Vanille-Kirsche geschmeckt haben. Ja, dann lass uns das mal ausprobieren. Der Andrang ist auf jeden Fall sehr groß. Ja. Ah, ich krieg's halt auch nicht auf. So, jetzt. Valentino, du bist als erster dran. Geschmackstest, Valentino. Und du jetzt, Candy? Candy sagt, ist es ein Candy oder ist es kein Candy? Ja, das reicht, Hella. Ich glaube, es zeigt, sie mögen es. Ich glaube, die Ponys essen halt auch einfach alles. Ja, das stimmt. Wir müssen es eigentlich bei Gollum testen, weil der ist ein bisschen kritischer. Ja. Jetzt haben wir nochmal die Regenbogenküsse. Das sind so kleine Sternchen. Oh, und die gibt es auch noch in zwei unterschiedlichen Farben. Einmal rot und in hell. Aber wo hat das was mit Regenbogen zu tun? Das frage ich mich. Das weiß ich auch nicht, weil die wahrscheinlich bunt gemixt sind. Aber sie scheinen zu schmecken. Wir müssen das Ganze nochmal bei Gollum probieren, glaube ich. Also ich glaube, ihnen schmeckt es allen. Ja, schnell weg vor der Herde. Ich muss auch noch raus. Jetzt testen wir die Leckerlis nochmal bei Gollum. Den habe ich jetzt eben schnell reingeholt. Nicht so grumpy, Gollum, du kriegst Leckerlis. Oh, er hat schon richtig Hunger. So, dafür musst du hier mal was machen. Ja, gut, gut. Gut. Welcher ist denn das jetzt? Das ist jetzt Vanille-Kirsch-Sticks. Nicht Schoko-Zitrone? Nee, Vanille-Kirsch. Und? Schmeckt's? Scheint zu schmecken. Und jetzt nehmen wir mal die Regenbogenküsse. Los, Gollum, gib uns einen Regenbogenkuss. Mwah. So. Für den Regenbogenkuss kriegst du auch einen Regenbogenkuss. Zurück zu Löstau. Ich glaube, wir brauchen langsam mal einen Einkaufswagen. Ja, wir holen mal einen. Was ist das denn? Extra für, glaube ich, wenn du ganz viel Futter kaufst. Ja, das macht Sinn. Jetzt bin ich mal gespannt. Worauf? Auf das nächste Teil. Hier steht noch, kaufe Socken für Tom. Aber jetzt hast du ja schon Socken. Die nehmen wir jetzt einfach mal als meine Socken. Okay, das sind jetzt meine neuen Socken. Okay, ziehst du einfach an. Wow, super toll. Ich dachte, endlich kriege ich mal was, aber naja. Kaufe etwas Unnötiges, was du schon immer haben wolltest. Ich weiß was. Was? Das hast du mir heute schon einmal hier gezeigt. Hat was mit dem Schweiß Oh mein Gott, tun. Ja. Ja. Mir ist es auch wieder eingefallen. Wie willst du den jetzt die Treppe hochbekommen? Ich lasse ihn jetzt hier kurz stehen. Und zwar, die Vorgeschichte ist halt, wenn ich so mit dem Anhänger fahre, dann habe ich immer Angst um Gollums Schweif. Ihr wisst, da hängt ja nicht viel echtes Haar dran. Und deshalb dieser Schweifschoner. Ah. Der ist halt gut. Weißt du, dann ist die Schweifschoner. So sieht das dann aus. Gesichert. Gesichert, ja. Ich bin eher dafür, dass du den hier nimmst. Nein, nein. Oder vielleicht mache ich das doch. Nein. Nee, ich nehme dieses Teil, das finde ich mega gut. Ja, zeig mal den Popo. Ich weiß halt nicht, wie man das dran macht. Ich habe sowas noch nie dran gemacht, aber bin gespannt. Wir fahren nämlich jetzt gleich auch mal zu Mattes und da können wir das Ganze ja direkt mal richtig austesten, ob das dann auch hält. Okay, jetzt bin ich mir sicher, wie wir es machen. Passt der Riesenschweif da überhaupt rein? Das ist die Frage. Gollum, du wirst jetzt ein richtiges Turnierpferd hier. So siehst du jedenfalls aus. Gollum, wie findest du das? Also er scheint es zu genießen. Das ist komisch, Hella. Lassen wir das lieber. Lass uns Gollum mal verladen. Er mag das gerne. Ja, aber das ist komisch. Los, Hella, wir verladen jetzt Gollum. Okay. Gollum, falsche Richtung. Los, Gollum, rein da. Wie macht man das jetzt mit dem Schweif? Muss der da drüber oder da drunter? Eigentlich muss der Schweif immer da drüber. Okay, dann mach ich das mal da drüber. Das geht auf jeden Fall jetzt einfach. Wir sind jetzt angekommen. Ich bin so gespannt, ob das gehalten hat. Und ja, es ist runtergerutscht. Mach mal hoch. Ja, es ist, glaube ich, echt ein bisschen runtergerutscht. Oh, es ist sehr runtergerutscht. Ups. Also irgendwas haben wir, glaube ich, falsch gemacht. Aufgabe erfüllt. Bist du happy damit? Ja, sehr das hätte schön. Ich mir halt so normal niemals gekauft. Okay. Es geht ja auch so. Die nächste Aufgabe lautet, kaufe etwas, was falsch im Regal liegt.
Oh wow, das ist eine coole Aufgabe. Aber hier bei Löster ist immer alles so ordentlich. Ich glaube, da finden wir gar nichts. Schleimerin. Manchmal bei den Bürsten liegt was Falsches. Hast ja noch nicht genug Bürsten, ne? Ja. Gleich so extra was man so richtig gerne haben will, in ein anderes Regal legen. So, das lag falsch. Ey, hier liegt aber echt was falsch. Achso, das sind einfach gemischt. Nur verschiedene Größen. Das ist ja. L und das M. Ah, okay. Glück gehabt. Dann gehen wir mal weiter. So, schauen wir mal bei den Bürsten. Hier drüben vielleicht irgendwas. Es ist halt so gut alles einsortiert. Wow. Die hier liegt, glaube ich, nicht so richtig. Nee, oder? Die liegt wirklich nicht richtig. Wo gehört die denn hin? Hä? Die liegt halt ganz falsch. Hä? Aber ohne Witz mal. Wo liegt das sonst? Nachher verkaufen wir es hier gar nicht. Irgendein Kunde hat das mitgebracht. Nein. Ich glaube, die sind einfach ausverkauft. Das ist die letzte Bürste. Guck mal, die sind so beliebt. Das ist doch gut. Wow. Dann nehme ich die auf jeden Fall mit. Jetzt hast du schon zwei Bürsten. Bin schon richtig hier wieder im Shopping-Fieber. Jetzt steht hier, mache einen Radschlag, 4 Drehungen und das erste Produkt nehmen, was du siehst. Okay. Ich nehme dir mal die Sachen aus der Hand. Jetzt geht's hier richtig los. Ich muss erstmal die Jacke hier ausziehen. Okay. 1, 2, 3. Wow, sehr gut. Okay, jetzt 4-mal drehen. Einfach ganz lange drehen. Ich sag Stopp. Drehen, 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 drehen. Und Stopp. Lass die Augen zu und lauf irgendwo hin. Oder? Hä, wo? Oder wie soll das jetzt gehen? Nee, einfach das erste Produkt, was du siehst. Mach die Augen auf und das erste Produkt, was du siehst. Was ist das erste Produkt, was du siehst? Ich hab die Trense gesehen. Die Trense? Ja. Das wird teuer. Die hast du als erstes gesehen? Ja. No joke, weil dieser Stirnriemen mich so angelächelt hat. Okay. Ist das für Shetties? Mini-Shetty. Gibt's das wenigstens in Shetty? Kann ich wenigstens die Größe von Valentino nehmen? Ja, das macht ja sonst gar keinen Sinn. Und das ist ja der gleiche Stirnriemen. Ja, dann nehme ich jetzt halt einfach diese Trense. Valentino hat eine neue Trense. Endlich mal was für ihn. Tom hat jetzt mal eben Valentinos Kopf geputzt. Und ich habe die Trense derzeit eingestellt. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, ob die passt. Es wäre auf jeden Fall richtig schön. So neue Trensen sind immer noch so starr. Aber ich finde, man erkennt schon, dass die ihm passen würde. Schreibt mal in die Kommentare, ob die Trense Valentino steht. Er denkt sich auch so, warum kriege ich auf dem Paddock eine Trense an? Valentino hat jetzt die Trense dran. Ich finde, die steht ihm echt gut. Der sieht so süß aus. Wie fandest du die Aufgabe? Eigentlich mega cool. Also wirklich einfach mal ein bisschen extravaganter. Action, Action. Die nächste Aufgabe lautet, kaufe etwas, was mit L anfängt. Leckerli. Haben wir ja schon zwei Tüten. Longieren. Longierpeitsche. Oh, das hat sogar Antonia auch aufgeschrieben. Ich habe nur eine Sache von Antonia genommen, aber sie hatte sehr viele. Warte, kurz, ich schaue nochmal nach. Tom, die Frage ist, wie kriegen wir das mit nach Hause? Ja, das stimmt. Ah nee, sie hat geschrieben Kutschpeitsche, nicht Longierpeitsche. Lammfellgurt hat sie geschrieben. Das fängt mit L an. Ja, ein Lammfellgurt. Das ist gut. Ich kann Gollum mal einen neuen mitbringen. Dann leg das mal in den Einkaufswagen. Irgendwie finden wir uns hier nicht so zurecht. Nee, da gibt's Gurte. Ehrlich gesagt bin ich mir wirklich nicht sicher mit der Länge. Aber ich nehme jetzt einfach mal 65. Das ist irgendwie immer, wenn du in Löster-Läden bist, weißt du immer nicht, welche Größen du hast. Ja, du musst dir mal so einen Spickzettel mitnehmen, wo du alle Größen drauf schreibst. Ja, aber 65, ich glaube, damit kann ich nichts falsch machen. Ist das 65? Ja. Okay. Du sollst das billigste Produkt kaufen, was du finden kannst. Ich bin mal gespannt. Irgendwas so für 99 Cent oder so. Wir fragen, glaube ich, mal an der Kasse. Ich hätte mal kurz eine Frage. Ja. Und zwar, was ist das günstigste Produkt, was ihr hier habt? Ich glaube, der Martin-Ballstopper, der kostet, glaube ich, 99 Cent. Also, es wurde gesagt, hier soll ein kleiner Korb sein. Das hier, das ist ein Martin-Gall-Stopper. Der kostet 99 Cent. Ich würde sagen, wir probieren das einfach mal im Stall aus. Für 99 Cent, ob das sich lohnt. Guck mal, das hier ist sogar extra gesichert. Damit keiner das glaubt. Das nehme ich. Hier hängen ganz viele altertümliche Martingale. Ist die Mehrzahl von Martingale Martingale? Hört sich komisch an. Aber auf jeden Fall, hier, das ist ein Martingale-Stopper. Und den gleichen habe ich jetzt gekauft. Wir schauen mal, ob deine Martingale-Stopper auch ans Vorderzeug passt. Aber das glaube ich leider nicht. Schau mal, das ist nämlich anders gemacht. Da kann ja gar nichts verrutschen. Weißt du, das ist mein Vorderzeug und das ist wirklich nur für Martingale. Also muss ich das wohl jemand anderen schenken, der ein Martingall hat, weil ich kann das leider nicht gebrauchen. Aber hat ja nicht mal einen Euro gekostet, also zurück zu Löster. Endlich mal ein günstiger Einkauf, nicht so ja, teuer. Ja, genau, voll günstig. Kaufe etwas, was eine Schaufensterpuppe oder ein Pferd anhat. Okay. Ich glaube, da hinten in der Ecke sind die Schaufenster. Ja. Schau mal, das könnte ich kaufen. Diese Leggings. Stimmt, das hat eine Schaufensterpuppe an. Hier ist es. Ah, nice. So, einpacken. Dann kommt die auch nochmal mit. Ich will aber nochmal gucken, was die anderen Schaufensterpuppen anhaben. Guck mal, zum Beispiel das sieht auch richtig cool aus. Mhm. Hier, die Schaufensterpuppen meinte ich. Oh ja.
jetzt sind wir hier angekommen, jetzt kann ich dir die nächste Aufgabe stellen. Okay, ich bin gespannt. Wir haben auch nicht mehr ganz so viele, also genieße sie. Gibt es irgendwas, Hella, was du im Alltag immer benutzt eigentlich, aber zurzeit nicht mehr hast? Ja, es gibt eine Sache, und zwar Mähnengummis. Mähnengummis? Die brauche ich mal wieder, also ein bisschen Nachschub brauche ich davon, vor allen Dingen so weiße. Okay. Und die werde ich mir jetzt holen. Hier, kannst du sogar einen ganzen Eimer von kaufen. Nee, ich kaufe hier noch so. Dann vielleicht zwei, ne? Ja. Ja, genau. Und das. Die kaufst du jedes Mal, wenn wir bei Lister sind. Ja, weil die immer wieder verloren gehen. Ja, genau. Du hättest mal sagen sollen, ein Teil, was immer wieder verloren geht. Dann hätte ich die gekauft. Ja, obwohl du nie auf dem Turnier bist, gehen die immer wieder verloren. Ja. Komisch. Sehr komisch, oder? Gut. Bist bereit für die letzte Aufgabe? Ja. Wir bleiben hier oben. Die letzte Aufgabe lautet, renne durch den Laden, bis Tom Stopp sagt. Nein, das ist ja voll unangenehm. Du musst das erste Glitzernde nehmen, was du findest. Willst du das hier oben machen oder unten? Du hast die Wahl. Ich kann ja einfach hier oben erstmal anfangen. Zu rennen? Zu rennen und dann renne ich nach unten oder so. Okay. Bist du bereit? Ja. Auf die Plätze. Fertig. Los. Okay. Jetzt renne ich schon vor. Wo lang? Okay, und stopp. Irgendwo was Glitzerndes nehmen. Was glitzert denn hier in der Nähe? Hier, schau mal da. Piqueur hat immer glitzernde Sachen. Es kommt doch jetzt der Sommer. Nimm doch hier mal so ein T-Shirt. Das finde ich cool. Ich mag es doch. Schwarz ist doch das meine Lieblingsfarbe. Das ist nice, aber das glitzert noch nicht zu sehr. Sonst musst du noch mal weiter rennen, Hella. Okay. Hier hinten glitzert nichts. Stopp. Jetzt habe ich was gesehen. Hier sind ganz viele Stirnriemen, die glitzern. Kannst dir einen aussuchen. Der ist cool. Oder den hier, schau mal. Hier sind auch noch so welche. Hier, guck mal einer. Der gefällt dir bestimmt. Der mit den weißen Steinen. Nee, der da drüber. Ach so. Aber der mit den weißen ist auch gut. Oder hier, der hier liegt. Ja. Oh, ich glaube, ich nehme den mit diesem fetten Crystalstein. Die weißen? Mhm. Der ist nice. Ich glaube, ich nehme den. Der ist auch bestimmt günstiger als die in der Glasvitrine. Ja, das glitzert doch richtig schön. Mehr als das T-Shirt, was ich in der Hand hatte. Warte, darf ich mal? Das ist ja ein Stirnriemen. Also ja. Kommt er bei mir auch an die Stirn. Ja, sieht gut aus. Ich glaube, Gollum steht ja noch ein bisschen besser. Okay. Ja, Hella, das war die letzte Aufgabe. Was sagst du zu den Aufgaben, die du gestellt bekommen hast? Das waren richtig gute Aufgaben. Boah, Leute, ich bin so froh. Ich habe so coole Teile. Also wirklich, ich bin beeindruckt. Auch von euren Aufgaben. Ihr habt richtig, richtig coole Aufgaben gegeben. Ja. Ich würde sagen, schreiben nochmal alle neue Aufgaben in die Kommentare. Vielleicht drehen wir nochmal einen zweiten Teil, oder? Es hat richtig Spaß gemacht einfach. Vor allen Dingen ist auch immer wieder was Neues, weil es sind ja immer andere Aufgaben. Ja, das stimmt. Was ist eigentlich mit den Hufschuhen, Hella? Antonia hat nicht mehr geantwortet und ich würde sagen, wir bestellen die dann einfach. Ich messe nochmal zu Hause Valentinos Hufe aus und dann bestelle ich mir die einfach, weil das ist ja jetzt auch unnötig, wenn ich irgendwelche kaufe, okay, die dann gar nicht passen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Lasst dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, da würde ich mich riesig drüber freuen. Und abonnieren nicht vergessen, denn bei 500.000 Abonnenten muss Tom einfach einen ganzen Parcours springen. Nee. Das wäre so gut, wirklich. Ja, okay, dann geht's jetzt aber wieder nach Hause. Wir haben eine lange Fahrt vor uns, also bis zum nächsten Mit Video. Mit der riesen Shopping Bag. Ja. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.